Überraschung bei der Weißwurstparty im Stangelwirt. Verona Poth erscheint diesmal nicht nur mit Ehemann Franjo, sondern auch mit ihrem Sohn San Diego. Nein, der Diego ist ja jetzt 12,5, da kommt er natürlich ab und zu mal mit. Und hier sind viele Kinder und er ist auch mit seinen Freunden hier verabredet. Ja, und er macht natürlich, was er will. Also er flitzt hier rum und schaut sich alles an und um 12 geht er aufs Zimmer und dann guckt er ein bisschen Fernsehen und dann schläft er ein. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und so bleibt Diego genügend Zeit zum Feiern und uns ein bisschen Zeit, um mal etwas über die private Verona zu erfahren. Ich bin eine Frau, die immer so typisch wie die Latino-Frauen immer alles aus sich rausholen. Natürlich habe ich auch zu Hause einen Jogginganzug an und viel zu große T-Shirts. Verona in Jogginghosen? Kaum vorstellbar. Doch wenn es einer wissen muss, dann ja wohl ihr Sohn. Wie findest du die Mama am schönsten? Ja, so wie sie ist. Und wie sieht sie aus im Jogginganzug zu Hause? Ja, wie eine normale Mutter. Und das merkt man auch bei der Weißwurstparty. Behutsam und liebevoll achtet Verona auf ihren Ältesten. Denn neben dem ganzen Blitzlicht und Presserummel ist sie vor allem eins, eine ganz normale Mama.